Hallo, guten Morgen. Es ist Sonntagvormittag. Mal wieder später als gedacht bei mir, aber es ist noch Sonntagvormittag. Ich begrüße dich zu einem neuen Video in meinem Bullet Journal. Ich habe eine mega, mega anstrengende Woche hinter mir. Und ja, wir gucken mal, was die Woche für mich bereit hielt und wie mein Layout für die nächste Woche aussieht. Und ja, dann bleib gerne dran, geht direkt los. Ich schaffe mir ein bisschen Platz. Fangen wir heute mal an mit dem Layout für die nächste Woche. Ich habe mich mal wieder für Kreise entschieden. Die habe ich ja irgendwann vor vielen, vielen Monaten schon mal gehabt. Da waren sie. Fand ich irgendwie ganz witzig. Und ja, habe ich gedacht, baue ich jetzt nochmal ein. Ich habe hier wieder meine Stempel benutzt, die ich schon die ganzen Tage benutze oder die Wochen jetzt hier, um diesem maritimen Stil ein bisschen treu zu bleiben. Ne? Die tauchen hier immer wieder auf. Und habe auch immer wieder die gleichen Farben genommen. Das mache ich ja eigentlich immer, dass ich in einem Monat so ein Farbschema habe, in dem ich so ein bisschen bleibe. Das gefällt mir ganz gut. Termine habe ich noch nicht drin, das muss ich noch eintragen. Es sind aber einige. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist was los. Das weiß ich so schon. Und ja, morgen ist Arbeit angesagt. Und ja, die vergangene Woche war insofern ziemlich anstrengend, weil wir ja den Maler da hatten. Ab Dienstag hat er hier im Haus gewerkelt. Und das ist ja immer furchtbar viel Arbeit, den ganzen Krempel erstmal abzubauen. Wir haben diesmal auch sämtliche Lichtschalter, Steckdosen, Lampen abgebaut. Das hatten wir beim letzten Mal, als da gestrichen wurde, nicht gemacht. Sah man natürlich jetzt auch, weil die natürlich dann logischerweise umzustreichen und nicht darunter streichen können. Ja, das sind dann halt so Sachen, das musste er dann ein bisschen abspachteln. Das staubt dann wieder alles und überall liegt was rum. Und ja, mittendrin müssen wir dann auch noch schlafen. Der Maler war Gott sei Dank super geduldig, hat das alles immer wieder abgedeckt und alles wieder abends weggenommen, damit wir über Nacht schlafen konnten. Hat das aber auf dem Boden liegen lassen. Ja, ich musste dann natürlich prompt die eine Nacht nachts auf Toilette und musste dann da über dieses ganze Foliengedöns steigen, was natürlich dann auch laut ist und Geräusche macht und irgendwie an den Füßen kleben bleibt. Und ja, also es war schon ein bisschen doof. Die Türen waren auch ausgehängt, also wir haben dann mit offenen Türen geschlafen, wenn man sonst mit geschlossener Tür schläft und die steht plötzlich offen, das ist irgendwie auch komisch. Dann haben wir ja unser Bett so quasi mitten in den Raum gezogen, damit der Maler dahinter ran kann, weil er da auch eine Tapete abgenommen hat und hinterher wurde die Wand gestrichen. Also stand auch dieses Bett völlig anders. Also ich habe 4 Tage so schlecht geschlafen. Mittlerweile geht's. Jetzt haben wir auch 95% wieder fertig. Ich habe vorhin noch so die letzten Sachen gemacht. Also man kommt aber ja echt vom Hölzchen zum Klötzchen, ne? Also wir haben ja alle Lichtschalter abgemacht und dann hat man die natürlich hinterher alle sauber gemacht, bevor man sie wieder anbaut. Ich habe vorhin noch sämtliche Schranktüren mal einmal übergewischt, weil die auch unfassbar staubig waren. Das sieht man so immer gar nicht. Dadurch, dass aber ja auch die Türen jetzt ausgehängt gewesen sind und Gardinen natürlich alle ab und alle gewaschen und alles wieder aufgehängt und Betten abgezogen und alles gewaschen und gebügelt und Betten neu bezogen. In dem Zug habe ich dann gleich bei uns jetzt im Gästezimmer, was ja vorher Kinderzimmer war, habe ich dann auch noch den Matratzenbezug gewaschen und Matratzenschoner gewaschen. Und ja, das waren alleine, ich weiß nicht, ich habe in der einen Woche jetzt bestimmt 5 Ladungen Wäsche gewaschen. Jetzt läuft gerade noch eine mit den ganzen Putzlappen und alles, was jetzt hier noch so rumflog, habe ich jetzt nochmal angeschmissen. Die Sonne scheint ja, dann muss ich ein bisschen Strom verbrauchen. Und ich glaube, dann bin ich aber auch erstmal durch mit Wäsche waschen. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ja, aber dann putzt man alles. Ja, dann fielen mir immer die Schranktüren auf, dass die so staubig sind. Also die dann auch nochmal abgeputzt und dann nochmal durchs Bad geputzt. Und jetzt müssen wir oben noch einmal saugen und noch einmal wischen. Und dann ist aber auch wirklich alles fertig. Zumindest oben. Wenn es nach mir ging, könnten wir unten ja direkt weiter streichen. Aber ich habe auf diesen Arbeitsaufriss auch echt keinen Bock. Das waren jetzt irgendwie 8 Tage Chaos, 8 Tage ungemütlich und aber ich bin mega happy. Unser Schlafzimmer ist richtig schön geworden. Wir haben es im Prinzip von der Farbe her genauso gestrichen, wie es vorher war. Nur an der einen Wand hatten wir halt eine große Fototapete, die ist jetzt weg. Die Wand haben wir jetzt einfach ein bisschen dunkler gestrichen als den Rest des Zimmers und da hängt jetzt ein schönes Bild über dem Bett und ich habe eine Lampe gekriegt, wie ich sie haben wollte. Yeah! Und wir haben auch eine gefunden. Das ist ja auch mal so ein Ding, ne? Man sieht was oder hat irgendeine Vorstellung und dann kriegt man das nirgends. Da könnte ich ja ausrasten.
Aber wir haben eine gefunden, die noch viel schöner ist als die, die ich mir mal angeguckt hatte. Ich hatte nämlich tatsächlich eine bei IKEA gefunden, die sie bei unserem IKEA natürlich nicht hatten. Sie hatten zwar ein Muster da hängen und dann war ich auch direkt schockverliebt. Das war so eine, die sind gerade irgendwie voll im so, so eine, ja, wie nennt man das denn? Korblampe aus so einem Weidengeflecht. Fand ich super schön bei IKEA, hatten sie natürlich nicht. Dann ja, waren wir noch bei verschiedenen Möbelhäusern und waren dann irgendwann auf einem völlig anderen Dampfer und haben dann aber, mein Mann hat dann aber tatsächlich so eine Lampe, wie ich sie haben wollte, gefunden. Die lag irgendwo rum. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, die ist so neu, die hätte sie gerade erst aus dem Karton geholt, dass sie noch nicht mal Zeit gehabt hätte, die aufzuhängen. Ich sage, das wäre jetzt genau meine Lampe. Ja, und bringe ich ihn mal eben an, dann können sie gucken, wie die halt aussieht. Und dann hat sie uns die tatsächlich daran gebamselt. Das dauerte alles ein bisschen. Und ja, dann haben wir noch die passende Lampe dazu gesucht. Und ja, das ist so schön und ich freue mich jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen so ein Strandschlafzimmer. Es ist in so einem Sandton gestrichen und wir haben so ein dunkles Holzbett und haben jetzt so ein Strandbild über dem Bett hängen und jetzt noch diese Lampe dazu. Es hat so ein bisschen was von Long Island, weiß ich auch nicht. Ich finde es gut, mir gefällt es und heute Nacht habe ich auch richtig gut geschlafen. Endlich wieder, es wird also. Genau. Ja. Heute Morgen habe ich schon ein bisschen gebügelt und wie gesagt, die ganzen Schränke und nachher muss ich noch ein bisschen was machen. Apropos bügeln, also bügeln ist ja auch echt lebensgefährlich. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Ich habe gestern Wäsche gewaschen, hatte die draußen aufgehängt und habe die abends einfach nur abgenommen und in den Wäschekorb geschmissen, weil die gebügelt werden musste. War also egal, musste ich jetzt nicht irgendwie zusammenlegen. Ich musste sie sowieso bügeln und habe jetzt heute Morgen gebügelt und nehme meine Hose raus und dann lege ich dieses Hosenbein immer so hin und streiche da so einmal rüber, damit ich dann anfangen kann zu bügeln. Und da muss irgendein Tier drin gewesen sein, denn es hat mich gebissen oder gestochen. Man kann es jetzt nicht mehr sehen. Mittlerweile kann ich den Finger auch wieder knicken. Das ging vorhin gar nicht. Das war total angeschwollen, das Gelenk. Und das hat so weh getan. Man sieht den Einstich auch nicht mehr. Das war genau hier, genau am Gelenk. Also es hat unfassbar weh getan, als wenn mir da einer mit so einer glühenden Injektionsnadel in die Hand haut. Ich habe im ersten Moment gedacht, ich hätte mich am Bügeleisen verbrannt. Das stand aber also locker 15 oder 20 Zentimeter neben mir. In die Richtung bin ich nicht mal gekommen. Also das hat Hölle weh getan. Ich weiß nicht, ob da irgendein Tier drin gesessen hat. Es war auch nichts an der Hose. Die Hose ist auch nicht neu. Die habe ich schon Monate, Jahre, keine Ahnung. Die habe ich auch bestimmt schon 30 Mal gewaschen und gebügelt. Das war auch nichts, dass da irgendwas in der Hose drin war, was irgendwie hätte so pieksen können. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe hier auch immer noch so komische Quaddeln. Also, ich weiß nicht, was das für ein Tier war. Vielleicht eine giftige Spinne oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das total spooky. Also zum einen tat es echt weh und ich habe mich danach kaum noch getraut, meine Sachen da rauszunehmen. Ich habe dann erstmal diesen ganzen Wäschekorb umgekippt und habe dann immer so mit spitzen Fingern jedes Teilchen dann da rausgenommen, aus Angst, dass da irgendwas drin sitzt. Also eine Wespe oder sowas nicht, weil die hätte ja irgendwie wegfliegen müssen und die hätte dann irgendwo in diesem Raum sein müssen. War sie aber nicht. Also bügeln ist gefährlich, aber das weiß man ja, dass Hausarbeit, dass da die meisten Unfälle passieren. Genau, nächste Woche. Diese Woche, ja, genau, das war das. Haben wir alles soweit geschafft. Nachher machen wir noch eine Radtour, da freue ich mich drauf. Wetter wird ja heute wieder super gut. Genau, am Mittwoch, nein, am Samstag, also gestern, habe ich mich mit einer Freundin getroffen, um zu einer anderen Freundin zu fahren, die, ja, wie drücke ich das jetzt vorsichtig aus? Die bei einem Spargelhof sitzen und feiern, wenn dort jemand vorbeifährt und Spargel kauft. So drücke ich es mal aus. Und wir waren eigentlich für gegen 10 Uhr verabredet. Leider hatte sich meine Freundin total verspätet, weil sie nämlich stundenlang im Stau stand auf der A1. Und das war total doof, weil eigentlich wollten wir auch noch hinterher zusammen Spargel essen. Das habe ich dann gecancelt. Wir haben dann zwar hinterher noch so lange zusammengesessen, dass wir noch Spargel hätten essen können in der Zeit. Also in der Zeit hätte der locker noch kochen können. Ich hatte aber echt Hummeln im Mors, weil ich wusste, wir müssen noch zum Möbelladen, wir müssen noch die ganzen Bilder aufhängen, wir müssen noch aufräumen und alles zurückräumen. Und ich wollte diesen Krempel auch einfach irgendwann mal fertig haben. Und ja, also Christiane, das Spargelessen holen wir irgendwann mal nach, spätestens nächstes Jahr. Und ja, das war halt schade, dass wir das jetzt nicht so machen konnten, aber ich hatte echt Hummeln im Mors. Und aber wie gesagt, wir haben fast alles geschafft. Es steht wieder alles da, wo es hingehört.
Es ist alles geputzt, es ist alles sauber. Wie gesagt, gleich noch einmal durchsaugen und durchwischen und dann ist der ganze Bums hier fertig. Und dann rühre ich hier heute auch keinen Finger mehr. Das ist mein Layout für nächste Woche. Dienstag gehe ich essen. Mittwoch kommt jemand zu mir aus Bremen. Freue ich mich mega drüber, weil die hat eine ganz ordentliche Anreise. Die interessiert sich für Stampin' Up. Und da gebe ich einen kleinen Kennenlern-Workshop. Ich gebe im Juli einen offiziell. Da kann man sich offiziell für anmelden. Aber da kann sie nicht. Da passt ihr die Zeit einfach nicht. Das kriegt sie nicht hin. Und deswegen kommt sie jetzt am Mittwoch. Da freue ich mich sehr drauf. Bin ich auch sehr gespannt. Das ist jemand, den ich nicht kenne. Und dann bin ich am Anfang immer so ein bisschen skeptisch, ob die Leute wirklich kommen, weil ich finde, die Leute sind heutzutage sehr unverbindlich geworden. Also für mich ist eigentlich selbstverständlich, wenn ich mich irgendwo anmelde oder mich irgendwie verabrede, dass ich dann da hinkomme und dass ich auch pünktlich bin. Neulich hat eine Bekannte zu mir gesagt, sagt sie, du bist die Einzige, wenn wir uns verabreden, die ich nicht vorher an die Verabredung erinnern muss. Ich sage, wie jetzt? Ja, sagt sie, bei allen anderen muss ich vorher noch mal ein, zwei Tage sagen, du weißt schon, dass wir verabredet sind, ne? Sagt sie, bei dir brauche ich das nicht. Sagt sie, ich weiß, dass du kommst. Ich sage, ja, natürlich komme ich, wenn wir verabredet sind. Ich meine, klar, kann einem das auch mal passieren, dass man sowas vergisst. Habe ich auch schon gehabt. Ich gehe regelmäßig mit meinen ehemaligen Arbeitskolleginnen noch essen. Wir kriegen nicht mehr auf die Kette, wie viele Jahre wir das schon machen, aber es sind mindestens 20 Jahre tatsächlich, dass wir so zwei, dreimal im Jahr zum Essen verabredet sind. Und ich habe es wirklich einmal geschafft, dass ich für uns drei, also mein Mann und die Kinder, Essen eingekauft habe und das gekocht habe, weil ich ja eigentlich zum Essen gehen wollte, habe dann aber für die entsprechend gekocht. Und dann sitzen wir beim Essen und irgendwie so, wieso ist denn das so wenig irgendwie so? Ja, weil ich natürlich gar nicht mit eingeplant war, aber mitgegessen habe. Und mir ist das dann tatsächlich erst hinterher, als wir auf dem Sofa gesessen haben, eingefallen, so, upsi, eigentlich bin ich gar nicht da. So, ja, aber weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Aber ich finde, die Leute sind sehr unverbindlich geworden. Die wollen sich nicht mehr anmelden, die wollen sich nicht festlegen. Nee, wenn das Wetter dann schön ist, dann sitze ich lieber im Garten. Ja, weiß ich nicht, finde ich total doof. Also wenn ich mich irgendwie verabrede und nicht wirklich dusselig bin und das verbasel, dann komme ich natürlich auch zu so einer Verabredung. Und ich komme auch pünktlich. Also, ich bin gespannt, ob die wirklich kommt. Und am Donnerstag habe ich einen Workshop, einen Kartenworkshop. Da haben sich vier angemeldet, da freue ich mich auch mega drauf. Ja, also meine Woche, wie gesagt, saugen, wischen mache ich jetzt noch und dann bin ich hier durch mit dem Bums. Dann mache ich hier gar nichts mehr, außer mich nachher aufs Fahrrad setzen, zum Melkhus fahren und dort leckeren Quark oder Joghurt mit frischen Früchten und vielleicht einem leckeren Milchshake zu mir nehmen und dann werde ich den Rest des Tages die Füße hochlegen, bevor dann der Rummel am Montag weitergeht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag, ein schönes Wochenende noch, genieß die Zeit, mach's dir fein und mach dir nicht so viel Stress, wie ich immer habe. Bis bald. Tschüss.